Ja, grüßt euch. Ja, siehst du, grüßt euch mal, ist doch eine schöne Begrüßung. Das ist ein Spiel aus meiner Freundesliste. Und ja, Diamantspieler, wo kommt der denn auf einmal her? So unversehens mittendrin. Nun gut, wie dem auch sei, wie gesagt, das ist ein Spiel aus meiner Freundesliste. Problem ist bloß, mein Rechner ist. Oh Gott, jetzt habe ich gerade Windows-Taste Tab gedrückt. Das sieht ganz komisch aus. Das Problem ist, mein Rechner ist noch am Encoden von einem Video. Das heißt, ich habe leicht, eventuell leichte Framerate-Probleme. Aber egal, ich habe gerade ein Spiel gesehen, das. Ich habe heute irgendwie zu Wochenende viel zu tun, deswegen kann ich ganz nicht machen. Deswegen muss ich jetzt quasi jetzt sofort ein Spiel tun. Ja, da sind wir. Schon wieder Y im Jungle. Wie sieht man nur noch, wie im Jungle sind sie auch. Naja, wird jetzt wie gesagt öfter gepickt. Bitte, das ist ja schon ein Spiel. Was haben wir da? Was haben wir da? Ah, naja, doch, das geht. Ah, doch, das ist spielbar. Dafür, dass der Rechner gerade im Hintergrund noch Videos kodiert, 50 Frames, das ist vollkommen möglich. So gut, Set ist top, ne? Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen auf die Frames konzentrieren, weil das ist relativ wichtig. Bob, also Y im Jungle. Was macht denn der Jax? Ne, der Jax ist top, Set ist Mitte. Sorry, gegen Wladimir. Wer geht denn jetzt von denen? Set in der Mitte, genau. Das ist. Alter, das läuft beachtlich gut, muss ich gerade sagen. Ich meine, da hatte ich neulich mehr Probleme. Na gut, spielen wir mit 60 Frames, wunderschön. Finde ich sehr gut. Drift King, was ist sein Name? Why im Jungle bin ich immer noch sehr geteilter Meinung. Also, das liegt vielleicht auch daran, dass ich es selber nicht hinkriege, aber ich finde Why jetzt ehrlich gesagt auch nicht so unglaublich geil im Jungle. Also klar, wenn man von jedem mal gegankt wird, und das läuft nicht so gut, besonders wenn sie dann irgendwann mal Ult hat, ist das schon relativ hart. Besonders weil sie nicht CC'd werden kann, während sie ihren Ult macht. Trash Support ist natürlich sehr stark mit Caitlyn zusammen. Es ergibt das einen ziemlich guten Poke. Na gut, Taric, Aswell, ja. Dadurch, dass das Taric halt gut hinterherkommt, selbst wenn die Leute von Tarics dann weg, in diesem Fall wegkalibern. Ah, da kommt die Falle, die Defensive. In Raiden möchte hier scheinbar niemand. Sensau. Relativ defensiv, also. Jax, der könnte eigentlich auch ein bisschen hier oder so stehen. Da. Es könnte defensiver auf jeden Fall aussehen. Ich meine, er könnte da sowieso nichts machen, aber das ist halt eine wichtige Information, die dabei rumkommt. Y wird jetzt, na gut, dafür hält Caitlyn hier die Position, da wird der Ward sehr früh gesetzt. Weil ich denke mal, vom Jungle hier alleine werden wir keine Überraschung, indem wir müssen die Dale ist Mitte, wenn wir klar geworden. So, Trash ist anscheinend ein AFK-Monster. Warum pingen die eigentlich gegenseitig alle sich? Scheint jetzt große Mühe zu sein, sich die Supports gegenseitig wegzupingen. Denk mal, das wird ein Smiteless, also, das ist mir so aufgefallen, dass wenn ich selber Ranked spiele, dann ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass die Buffs Smiteless gemacht werden. Aber wenn ich auf normale Spiele mache, also nicht ranked, dann muss man das mal extra ansagen. So, oder es kommt halt die fragt eventuell noch jemand nach, ob Smiteless oder nicht. Aber naja, es wird halt nicht immer gefragt, ne? So, Jax gegen Vlad, also ich glaube, die Situation hatten wir schon mal. Also natürlich bei 58 Ks muss ich ja irgendwann mal wieder was wiederholen. Zumindest von dem Setups her. Wir könnten vielleicht sogar genau das gleiche spielen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Set nicht vielleicht gar nicht so gut gegen die Idee ist. Allerdings weiß ich, dass. Ich glaube, Vlad war am Anfang halt ziemlich gut gegen Jax. Und danach, sobald Jax halt ein paar Level auf seinen Weg kriegt, also auf seinen Empower, was ja doch relativ wenig Mana kostet, wird er halt relativ stark. Gegen Vlad natürlich. Y, wie gesagt, Y muss relativ lange im Dschungel rumheinzeln, bevor sie da irgendwie ganken kann. Halt, leider sehe ich nie wer pinkt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man es möglichst anzeigen. Also noch macht er einfach nicht genug Schaden. So, jetzt geht hier einfach, sind sauer. Da muss ich natürlich die ganzen Creeps hier durchschlängeln. Wir sehen, wie viel unglaublich viel Zeit er verloren hat. Ja, rennt hier auch ein Board vorbei. Das wissen sie jetzt natürlich nicht. Aber Vlad ist ganz schön auf Nummer sicher gegangen, um da rumzustehen. So, sind sauer. Gankt jetzt in der Mitte. Aber, na gut, die Idee unter Level 6 ist natürlich ziemlich gut. Gangbar, was ist denn da unten jetzt los? Es wird hier mal rum. Achso, Y wollte einen Lane-Gang versuchen, aber der Ward hier, das ist übrigens auch essentiell wichtig bei solchen Geschichten, dass man halt so ein, also gerade wenn die Gegner ein bisschen pushen, dass man halt auch im ersten Busch, also relativ zur eigenen Position, also vom weit entfernten Busch, dass man dann halt noch einen Ward stehen hat. Das ist jetzt eigentlich aus dem Saal geworden, der hat aufgegeben. Zu Recht. Ja, für Y läuft das hier auch gerade nicht so richtig gut, aber die Counter, danke ich hier mal ein bisschen. Ich persönlich habe da ja immer so leichtes Gruppe beim. Nice. Weil macht er nicht gut Schaden, fällt mir gerade so auf. Ich persönlich habe ja immer ein bisschen Skrupel beim Counter-Jungle, aber ich denke mal, dafür brauchen wir einfach nur die Balls, um das hinzukriegen. So, sind sauer, versucht es jetzt nochmal mit den. Warte mal, wie ist denn das mit der Vision hier? Katastrophal, eigentlich. Also, Vlad hat sind sauer schon. Oh, da flasht er. Werden sie diven?
Level 3 Dive? Ja, dann. Na gut, für First Blood kann man das machen und? Na, ich meine, es war immer ein First Blood. Oh, dieser Shit. Für ein First Blood war eventuell der Dive ganz brauchbar, so. Ja? Hat kein Wort, er hat nichts, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob. So, Jackson pickt den Kampf auf. Nice. Hat er gut gemacht. Ich dachte, er ist wirklich, er will den Kampf aufnehmen, was ich für keine gute Idee halten hätte gegen Red Buff und Y, die ja doch relativ viel Schaden durch ihren Passive hier macht, mit dem Exe Force-Dingsbums. So, Bottomlane. Esper wurde scheinbar zurückgeschickt, denke ich mal, weil sonst würde Caitlyn. Und die haben ganz gut Damage getradet. Trash muss natürlich. Es nimmt relativ viel Schaden, weil er mal ranrennen muss für seinen Q. Wer ist sein Q? Es tut mir nicht leid, dass ich da mal keine genaue Auskunft gegeben habe, weil ich Trash hatte und nicht gespielt habe. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen selber die Champions mehr praktizieren, damit es einfach mehr aus dem FF geht. Trotzdem. Was meint er denn jetzt hier? Dota-Taktiken oder was? Also. Ne, vom. Während Dota schon mal Last hitten wollte, da kann man ja auch denyen. Also, ich habe vielleicht jetzt 3 Runden Dota 2 schon hier oben gegangen. Ah, der Bait hat nicht gut hingehauen. Aber Vi konnte zumindest ein bisschen Damage draufdrücken. Ich habe vielleicht jetzt 3 Runden Dota 2 gespielt, maximal. Ich hab das schon seit Ewigkeit. Möchte noch irgendwann 17 Dota 2 Keys haben? Ich habe da noch ein paar. 17 Stück nämlich. Da muss man eigentlich die ganze Zeit erst hämmern, um mit einer Bewegung zu erstarren und dann den Schlag auszuführen. Und das sah gerade aus, hätte der Tag das auch gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es mit diesem komischen Rumzucken, dass das auch in Null geht. Aber naja, scheinbar schon. Übrigens sieht im Moment, ich meine, Zed burstet natürlich relativ viel. Aber im Moment sieht Zed gar nicht so gut aus gegen die Dale. Also das könnte hier deutlich besser laufen, meine ich. Weil das ist mein Encoding-Programm. Oh, was ist denn hier noch alles los? Wann kann ich eigentlich aus dem Vollbild-Fenster-Modus nicht mehr raustappen? Also, oh. Egal jetzt. Da. Ah, Zed ist. Ja, er hat mit seiner Laterne hat er ziemlich viel Rüstung. 67 ist fürs Early Game auf jeden Fall nicht schlecht. Sieht wirklich komisch aus, wenn dieser Fall da so lila ist. Ich frage mich, ob wirklich jede Farbe möglich wäre. Also ob man die beliebig durchtauschen könnte von den meisten Fähigkeiten und so Zeug. Das ist ja auch noch Team Skins für Farben. Oder Trikots. Ich meine, es gibt ja ein S-Ware mit Trikot, diesen Fußball-Dingsbums. Ja, da hat er Mana wasted, also, naja, doch, ziemlich wasted. Weil dieses, wie heißt denn das richtig? Counter-Strike, ja, wie der Shooter. Das kostet verdammt viel Mana. Also, wenn man mit Jax oben geht, dann ist meistens Counter-Strike ganz gut. Jetzt übrigens hier sehr krasses Warding, also, da möchte er echt auf Nummer sicher gehen. Ich denke mal, auch weil er seine Möglichkeiten hier wittert, was hier so ein Trash los. Na, gut, von der Trash stand, wie ich schon sagte, die harmonieren eigentlich ganz gut, die beiden, Tarik und Esrael, weil. Oh, kann das reichen? Ja, hat deutlich weniger Schaden gemacht als gedacht. Oh. Da kann Vi noch nicht einen Kill für sich. Gut, die habe ich jetzt echt. Oh, die macht hier gut Schaden. Nice! Da hat die Dale auf jeden Fall sehr gut reagiert mit dem Speer. Das war noch so drum. Also sehr schön gemacht auf jeden Fall. Wie ich hier oben schon sagte, Jax hat mittlerweile das. Ich denke mal, dessen hat er auch so exzessiv geworden, weil ihm das mehr als bewusst ist, dass er jetzt eigentlich nur noch am Pushen ist und alle Cubes weghaut, weil er einfach die viel besseren Karten gegen Vladimir hat. Und deswegen muss er natürlich absolut sicherstellen, dass er nicht auf einmal aus der Seite ein pickhaariges Mädchen hervorkommt. Das wäre ja extrem unpraktisch oben. Aber gut, dem Push hier oben zu warden, oder vielleicht. Oh, gegen Dengang ist natürlich. Na gut. Hat mehrere Gründe. Einmal kann er Jackson Mister nicht mehr machen. Wer ist denn jetzt hier gerade? Ach, Caitlyn. Naja, da wäre weder der eine noch der andere bei gestorben. Ich denke mal, der Caitlyn Ult war jetzt hier mehr so eine Trotzaktion. Oh. Niemand ist da, um Trash zu töten. Oder Trash wird ja vielleicht. Na. Oh. Ist gar nicht kriegt. Ich hätte mal gucken müssen, ob Trash darauf wischen kriegt, wenn er irgendjemand mit seinen Ankerhaken trifft. Auf jeden Fall hat Trash jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, hier rumzurennen. Ja, den muss ich mal dringend die Trash-Passive durchlesen, ob die Blumen irgendwann weggehen. Drop a Harvest zu Small Minions. Was? Small Minions, only sometimes drop a Soul. Naja. Er kriegt halt. Also, Trash wird halt lächerlich tanky, besonders im Late Game, weil er kriegt halt konstant Armor dazu. Während alle anderen Champions mit Level 18 sind die halt alle. Da kommt dann nichts mehr. Jetzt habe ich jetzt gedrückt, also F2. Übrigens, der Vision Ward beim Dragon ist
immer wieder so, dass wenn ich selber jungle, dass ich eigentlich darum bitte, dass dann ein Vision Board steht. Einfach, weil man dann den Dragon ziemlich ungesehen machen kann oder zumindest ziemlich viel Damage auf den Dragon draufdrücken kann, bevor er stirbt. Übrigens, Mitte und Top, beide haben sich hier das Seeker's Armguard geholt. Ich meine, letztendlich ist das ja ein gar nicht schlechtes Item. Ich meine, das bringt ein bisschen Rüstung, Armor, also... Also es bringt noch mehr Rüstung, als draufsteht, meine ich. Das ist ja ganz praktisch. Gerade für so eine Mitte gegen AD-Schaf. Oh, jetzt wird Nidale wahrscheinlich erst sterben. Lady ist tot. Ja, da kam der. Und wieder ist Wild zur Stelle. Oh, da würde ich jetzt vielleicht nicht den Kampf aufnehmen. Denk mal, sie schlägt doch gerade nur Zeit tot, bis sie ihren Escape hat. Oh, da muss flashen. Ah, nicht zu flashen hätte auf jeden Fall den Tod bedeutet. So, der Vision Ward. Ah ja, oh, hier oben den Tribusch, den Vision Ward. Das gefällt mir ja persönlich immer noch gut. Ich habe Vene ist zum Glück gar nicht oft genug. Wir sehen, die sehen immer so, als wären es richtig viele. Boah. Kurzer Müdigkeitsanfall. Sorry. Heute den Tag schon viel gemacht. Oh. Also Vi macht ja eigentlich einen sehr... Oder Vi? Wie? Wir könnten sie auch 5 nennen. Macht hier auf jeden Fall einen sehr, sehr erfolgreichen Jungle. Okay, die sind wahrscheinlich mehr freiwillig zurückgegangen. Von der Situation vielleicht nicht das Beste. Aber sie haben es nicht gesehen, sonst würde Caitlyn jetzt hier deutlich mehr pushen. So, jetzt kommt hier so ein Sao angestürmt. Ne, ich wollte gerade sagen, der wird hier bekommen, welche Aggressionenformen. Das wäre ja ein bisschen sehr vermessen. Und ich finde es schön, wie weit man noch mit dieser Laterne eigentlich durch die Gegend springen kann. Das ist immer wieder schön. Was haben wir denn? Haben die 11. Minute? Und wie verzimmt man der 11. Minute auf dem Farm zu vergleichen? Gucken wir uns das einfach mal an. Jax farmt wenig überraschend besser. Hat aber gar nicht so viel mehr Gold, weil Vladimir hat halt schon einen. Okay. Wurde er nicht gekillt? Ach ja! Ja, okay. Jetzt kommt auf jeden Fall Zed hier eingestürmt. Ich werde unterbrochen in meiner Geldübersicht, aber jetzt kommt hier das. Exo. Ghost meinte ich eigentlich. Und da kommt Vlad und lacht sich auch noch einen ab. Weiter im Text. In der Mitte. Zed hat dadurch seinen starken Schaden, konnte hier ganz gut farmen. Und Nidale hat jetzt durch Zufall voll mit ihren. Also nicht durch Zufall, war ja sehr gut gemacht. Mit dem Speer hat sie halt einen Kill gekriegt. Dadurch ist das Gold, naja, bis zu 200 relativ gleich. Oh, sorry. Oh, ich weiß, bin mir nicht jetzt hier. Also, wie kann halt am Anfang viel Schaden machen, solange sie ihre Stacks noch auf hier, wie heißt das hier, Ecstasy Force drauf hat. Aber die gehen ja auch erst, gehen ja auch nach Zeit runter. Ich weiß gar nicht, wie viel Cooldown haben die gerade? 7,1 Sekunden. Na gut, weiter im Text. Also ein S12-Farm minimal schlechter als Caitlyn, sind aber auch nur 200 Gold. Was ich mir jetzt irgendwie gerade... Was? Ach, das sind AT-Creeps. Na gut, das kommt so ungefähr hin. So, jetzt kommt hier aber der... Jetzt sollte es aber... Sollte wieder gelingen. Obwohl... Na? Ja, da hat halt der Ulti... Der war doch der Ulti drauf, fällt mir gerade so auf. Also die Rüstung macht sich schon bezahlt. Und jetzt kommt wieder Y. Also. Y carried hier noch das Dinner Team. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Was auch interessant ist, ist, dass die irgendwie immer genau gleichzeitig kommen. Also sowohl. Jetzt fehlt hier nämlich der Pink Ward, dass sowohl Sensao als auch Y kommt mal zum gleichen Zeitpunkt. Weil bis jetzt haben wir dreimal danach gesehen. Es kam der Gang von Sensao und 20 Sekunden Verspätung kam auf einmal. Na gut, den Dragon, den können sie hier nicht wirklich was gegen machen. Und 20 Sekunden später kommt Vi an, um dann noch den Kill auf Zed zu kriegen. Das läuft dann dementsprechend noch gut vorbei, um jetzt mal in ein Gold hier weiterzukommen. Das sind, naja, 600 Gold mehr, Vorsprung in der 13. Minute mittlerweile. Hat auch 15 Cubes mehr, aber hat vor allen Dingen auch einen Kill mehr und hat sogar noch einen Assist abstauben können. Ja, wie gesagt, die Supports hier. Meine Tarek farmt einfach mal 6-mal so gut wie Trash, aber. Wisst ihr alle, Statistik ist da ein bisschen freundlich. Wir haben, wie wir es alle noch 0-0. Sind 5 Creeps die 100. Was? Wie können denn 5 Creeps so ein bisschen Goldunterschied sein? Ich denke mal, Tarek hat nicht so geile Goldruhen, wie es Trash hat. Also was hat. Was war das denn? Also ich habe das den Tag auch schon mal gesehen, dass mein Trash im Spiel, also den halt ich als AD Carry, ich hatte einen Trash, dass der auch immer sonst wo in die Gegend die Dinger gesteuert hat. Aber ich muss zugeben, ich habe Trash noch nie gespielt, aber warum? Ich meine, die zwei Leute standen ja genau da und er hat das Ding da oben in eine Wand reingehauen. Gibt's da irgendwas noch zu beachten, was ich übersehen habe? Oder warten die jetzt hier auf das Nether spawnt oder was ist da los? Das sind noch 40 Sekunden.
Hä? Ah, Rex? Soll ja wahrscheinlich langsam sich immer vom Farm abgehalten werden. Oh. Oh, der Pfeil kam zu früh. Na? Na, sie hätten lieber für Jax gehen sollen, denke ich mal. Der Speer war zu kurz, aber die Falle sitzt. So, ich schalte das hier mal wieder um. Das Tab vom Damage. Also beide haben jetzt einen Blutbluster. Also sind sich eigentlich sehr gleich, Ezreal und Caitlyn, was vom Damage her. Obwohl Ezreal einen Kill mehr hat, haben die quasi genau die gleiche Ausrüstung. Das sind halt 10 Kills mehr. Gut, eigentlich hat die Caitlyn eben gerade auch erst geholt. Weil das war halt die Lane, die jetzt Ezreal verpasst hat. Aber oh, was ist da denn los? Schon wieder dickes Blut. Da ist selber schon wieder tot, der hier nicht so viel Schaden macht, wie ich das eigentlich angenommen hätte. Und da kann auch Jax in 1 vs. 3 nicht mehr so richtig was ändern. Na, da hat... Wobei, alles versucht, aber es reicht nicht. Vor allen Dingen ist auch Mana alles. Sehr ärgerlich, wenn jetzt... Disney Day. Das sei ja natürlich besonders, wenn man so belagert wird an seinen Tower und eigentlich nur nach Hause will. Und dann kommt dann noch so ein verirrter Speer von oben links an und dann ist man mal tot. Es sieht fast so aus, als würde das Lidl-Team sich hier einen signifikanten Vorteil rausbauen. Auch wenn auf der Bottomlane Trash irgendwie... halt einmal unglücklich gestorben ist. Aber so, es kommt halt vor. Oh. Tarik. Na, da feedet sich... Da feedet sich Ezreal an Trash hoch. Hat er wiederholt? Nee, erst 15 Sekunden. Aber dennoch, das ist das zweite Kill für Ezreal. Der sollte jetzt goldtechnisch eigentlich auch ein bisschen weiter voraus sein. Naja, 300 Gold hat einen Kill, ne? Ist noch alles nicht so unglaublich schlimm. Oh, jetzt kommt hier Y. Die jetzt hier gleich den Überraschungsmove durch die Tür machen. Hui! Naja, war wohl nix. Boah, ich hab mich gerade erschreckt, dass irgendjemand im TS oder so labert. Aber ich bin gerade gar kein Teamspeak. Ich bin in Skype, fällt mir auf. Aber sonst, ich nirgends so. Was ist denn hier mal in den Coding-Vorgang? Ah, 12,64 Frames die Sekunde ist jetzt nicht so schnell. Ja, ne? Sorry, dass ich mich immer so leicht ablenken lasse, aber das sind so Dinge, die mich im Hintergrund leicht interessieren. Tut mir fast ein bisschen leid. Minimal, könnte man sagen. So, wie gesagt, Jax ist halt cool. Sieht gerade nicht so gut aus für Jax. Aber das hat er sein Ult gezogen, einfach weil er dann... Verdammt, Tanky ist jetzt... Dive da hier? Nee, macht er nicht. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn er das versucht hat zu diven. Das, es war einfach nicht die Zeit dafür, hier irgendwie lustig durch die Gegend zu diven. Ah. Nun gut, Y. Also, wie gesagt, ich bin hier sehr beeindruckt, was für einen guten Job Y eigentlich macht beim stetigen, dauerhaften Ganken. Na, ah, da ist es. Na, da hat. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, dass von wie. Weil, wie auch immer sie heißt. Vielleicht nicht doch lieber Sensaro geultet hätte, einfach um ihn davon abzuhalten, Vlad zu killen. Und Jax eventuell sogar ziehen zu lassen. So rein finanziell. Meine, ich persönlich finde ja weniger Kills für mich und dafür gar keine Kills für den Gegner fast besser als, Na gut, kommt noch ein bisschen auf die Situation an, aber. Prinzipiell wäre das meine Maxime, nach der ich handeln wollte. Ich nehme sowieso den Leitspruch von irgendwelchen Charakteren. Oh, jetzt sehr schön. Oh, da kommt die Barrier. Oh. Da kommt die Barrier von Kate. Ich wollte gerade sagen, der Bait von Ezreal, aber in der Tat nicht. Mitnichten. Sehr schön. Sehr schön ausgeführt. Weil Trash dann auch mal doch mal seinen Hook getroffen hat. Trash ist im Moment ziemlich viel gespielt, aber eigentlich ist er genauso ein skilllastiger Char wie zum Beispiel Blitzkrieg. Entweder sitzen die Grabs oder sitzen nicht und das war's dann gewesen für Caitlyn und eventuell sogar Trash mit. Oh, eventuell kann Caitlyn hier noch kommen. Naja, zumindest Caitlyns Leben konnte gerettet werden. Offensichtlich ist ein Idee in der Lage, Zed zu töten. Top mit Jungle Throw. Was? Also... Da haben wir jetzt mal ein reines, kleines Begrifflichkeitsproblem. Man kann ein Spiel nur swone, wenn man es schon, wenn man es quasi nur noch runter... Ja genau, da wird es auch schon geschrieben. Man kann ein Spiel nur swone, wenn man es hätte nur noch sauber runterspielen müssen, um es zu gewinnen. Aber das kann man im Early nicht machen. Also man kann im Early... Oh, hat sie überhaupt das gemacht? Man kann ein Spiel im Early nicht swone, das geht einfach nicht. Why one lane for Nidus? Ja, das stimmt allerdings. Why hat da wirklich sehr gut, interveniert und die Mitte
effektiv davon abgehauen, irgendwie aufs Maul zu bekommen. Wenn die jetzt gleich surrendern? Das ist etwas, was ich immer wieder... Oh Mann. Wie kann man denn ein Spiel werfen, wenn es doch nicht mal gefangen wurde? Um es mal jetzt bei der Ballmetapher zu bleiben. Das geht einfach nicht. Naja, gut. Ja, also ich sehe übrigens bei den Item-Builds das nicht so... Obwohl, naja, ich denke mal, es wird nur... Ich bin mir immer noch unsicher, was man mit den Jacks von heutzutage baut. Ich denke mal, das wird ein Wounded King. Weil eigentlich das Hexer Gunblade baut sich doch keiner mehr, oder? Ich bin da mal sehr im Zweifel. Wie man sagt, hier Magieresistenz auf Hextrinker. Ja, das macht durchaus Sinn. Also Zed kriegt ja sowieso mit noch einem prozentualen AD-Bonus-Buff. LOL! Das war jetzt aber, das könnte man fast als Bug sehen. Dass das so funktioniert hat. Aber na gut, andererseits, er springt ja zu einer Position. Na gut. Naja, das passt schon so, wie es war. Oh, Caitlyn hat Asperger getötet. Kann sie vielleicht noch einen Doppelkill da... Oh, sehr schön. Sehr schön gemacht. Kommt jetzt der Ult? Oh nein, oh nein. Close one. Es ist ein Wounded King gewonnen. Okay, gut. War da kurz ein Selbstzweifel. Oh, jetzt kommt Zed. Könnte der da? Und der wird recht... Ah, da hat er das, hat das versaut. Jetzt. LOL, hat er sich gerade selber getötet und gegen die Wände von dieser dummen Box gelaufen ist? Wenn er einfach stehen geblieben wäre in der Mitte und... Obwohl, na gut, da kam der Teleporter da unten. Da. Naja, gut. Naja, gut. Ich meine, die Box macht Schaden und wir hatten das Gefühl, dass das nicht ganz so bekannt, dass man durch die Wände von der Box nicht so gut durchrennen sollte. Er zieht jetzt auf jeden Fall erstmal den Rüstungsboni durch sein Ult. Der ist eigentlich richtig Grandmasters Might. Die Macht des Großmeisters. Oh, da wird das der Ghost gezogen von Wladimir. Na, na, wann? Automatische Kamera nervt. Oh, da geht der Speer vorbei und... Naja. War jetzt mit einer Warmox nicht überraschend, das habe ich vorhin schon kommen sehen mit den Wiederbelebungsdingens. Hab's natürlich nicht gesagt. Trashman, Locked of the Irons, Larry, ja gut, sind Stats dabei, wenn man hier brauchen könnte. Caitlyn ziemlich standardmäßig, Phantom Dancer und Blutduster. Und dazu wahrscheinlich dann gleich demnächst bald ein Infinity Engine, das so sehe. Bei Asriel ziemlich das gleiche wird. Naja, da wird ja bekommen Last Whisper bauen, auch wenn der Dagger und das Longsword. Quatsch, der Dagger. Die Pickaxe und das Longsword dazu hinreißen müssen, wurden bezweifelt, dass das wird. Ich glaube da eher, das wird Infinity Edge und das Longsword, das war einfach irgendwie so ein Nebenbeikauf. Vielleicht. Oh. Uah. Jetzt kommt da vielleicht noch das Callback. Oh, sehr schön gemacht. An der Stelle. Die Laterne kam ein bisschen spät. Ja, Y carried das hier durch. Denkt mal, der kommt gleich das Surrender. Es wäre aber sowieso nicht da, der hier irgendwie hätte Damage von hinten drücken können. Last Whisper auf Asriel. Na gut, ist doch ein Last Whisper geworden. Überrascht mich jetzt persönlich. Ja. Überrascht mich ein wenig, gebe ich ja zu. Ja, die sind hier. Die sind hier schon verflucht tanky. Oh ja, die sind wirklich schon sehr tanky, muss ich sagen. Also, ist, nicht von schlechten Eltern, wie gut die das hier eigentlich wegstecken. Also, die ganze Tower. Die hauen den Tower-Geschichte. Ich meine, der letzte Flug ist schon ein paar Sekunden vorher gestorben, bevor der Tower down war. Übrigens, Tarek farmt nur noch anderthalb mal so gut wie Trash. Ich warte nicht mal auf das... Also die Dale hat jetzt noch Mana-Rack gekauft mit der Träne, die übrigens voll ist, wenn man drauf hat, die hatte schon länger. Naja, Seekers Armguard. Ja, ist an sich ja nicht ein schlechtes Item. Und kann man zumindest, hit ja mit dem Elitless Large Ward, kann man das ja immerhin noch zum Zonias ausbauen. Ob man jetzt Zonias so unbedingt braucht, sei jetzt einmal dahingestellt. Na gut. Wladimir baut sich auf jeden Fall Zonias. Ja gut, das macht Sinn. Okay, erstmal ein Death Cap und die Dale und direkt nochmal einen neuen Ward. Also. Naja, fast. Ich denke mal, die kriegen sowieso das Ziel, aber. Also rein vom Farm her macht Esfair, also Esfair und Caitlyn, die machen da nicht immer gut weiter. Man hat es ja in einigen Spielen, dass der AD-Cap irgendwie in dem Moment, in dem man anfängt, welche Teamfights zu starten, vergisst, dass er noch farmen müsste oder dass er irgendwie zu Geld kommen muss, weil Kills bringen ja nicht so unglaublich viel Geld. Und dann läuft es irgendwie darauf hinaus. Dass der andere Radikal, obwohl wir hier in der Lane, einfach noch sich wieder hochfarmt und somit stärker wird, so der Stoff. Also, naja, der Ufer ist vielleicht ein bisschen für 128 Gold. Oh.
Ja, ich bin mir da relativ unsicher, ob der Ult jetzt so viel Sinn macht, aber immerhin. Ja, sie pingen Nasher. Das hat sie gut, aber Wily ist vielleicht doch ein bisschen sehr greedy, obwohl die es cool machen. Obwohl jetzt hat sie ihren Meister gefunden. Tot. Ja, da wäre so nicht mehr rausgekommen. Da war der Z-Passive drauf. Warte, ich muss mal gucken, wie genau 5% das waren. Blablabla, bla, bla, bla. Kann ich angegriffen werden. Hier mag zu Death, das spawns a Living Shadow behind them. Das ist Shadow Last Force, ja, mit einem Second Ability. Bob. Das mal kurz jetzt ein Skip. Shadow, bla bla. Plus 35, genau. 35% auf allen magischen und Titanen, die er gemacht hat, an der Spiel, während der komische Markt da drauf war. Das ist, kann ja schon unter Umständen doch relativ viel sein. Naja, gut. Da hat das blaue Team dann in diesem Moment scheinbar die drohende Niederlage noch einmal kurz ab. Alter, die sind die Dähe, ne? Das frage ich mich aber auch wieder durch die ganzen Krypten. Ernsthaft. Ja, das habe ich auch so gesehen, dass da ein Minion war. Übrigens, sehr schönes Vision Warning. Sehen die sich ja alle gegenseitig nicht? Oh, ist das lächerlich! Ja, das ist eine große Krux bei dieser Stelle hier, dass man die Wards da nicht in der Ecke sieht. Weil das halt so komisch rund ist. Oh, Wladimir sieht jetzt. Oh. Naja, gut. Eingekreist von drei Leuten bringt dann so ein Hourglass noch auch nicht so richtig viel. Das mit den Vision Boards finde ich auf jeden Fall sehr schön. Besonders die da finde ich geil. Also den Vision Board, wenn man den da hingestellt hätte, hat glaube ich alles gesehen. Ich meine, wer stellt schon seinen Ward dahin? Ist ja doof, da sieht man ja gar nicht den River. Da würde es einmal da einen Ward stehen, dann sieht man schon irgendwie ein bisschen was, aber vom Prinzip ja. Trotzdem hat da irgendjemand sehr schöne 350 Gold für rausgehauen für den Spaß. Also warum auch nicht. So, war ich jetzt hier Dragon beschäftigt? Oh, die Hypo-Audio. Na gut, da wartet erstmal nur schon drauf. Mal sehen, wird er dafür ulten oder macht er die einen nach dem anderen? Er wird nicht ulten. An der Stelle fällt erstmal natürlich irgendwie ein schöner AOE. Also so eine AOE-Fekt ist schon so ein. Ja, der Q von Caitlyn ist halt so ein typischer Fall, das Ding von Ashe, Graves hat auch so ein Ding. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Support jetzt genau Y greift wieder ein und taut hier Z an der Stelle weg. Der jetzt alles einsetzt, um irgendwie den Support zu töten, was irgendwie gar nicht so geklappt hat. Weil ja auch mal wieder alle durch die Wände von der Box gelaufen sind. So, jetzt aber Nasher, nachdem zwei Leute umgehauen sind. Ich denke mal, das würde ich jetzt nicht so unglaublich aufhalten. Das blaue Team. Ich weiß nicht so richtig, haben wir es. War halt immer sehr unglücklich. Also, Y. Also der MVP dieses Spiels ist auf jeden Fall Y. Also, na gut, eigentlich hat ja der ja auch noch ganz gut mitgemacht. Ja, gut, ein paar Spieler hat es echt gut getroffen. Oh, das geht. Ich gedacht, ob man durch eine dicke Wand auch durchkommt. Aber naja. Wie ihm auch sei. Die Laterne, da wollte Trash sogar noch wie. Oh, da. Na! Da wollte der jetzt einfach mal wirklich die Max-Range springen. Aber. Trash ist einfach weitergelaufen, hat das vermieden. Oder verhindert. Vermieden, komisches Wort. Eswell, wie immer, out of position. Also, immer wenn irgendwie die Action passiert, ist. Wie sieht der Pussy aus? Immer wenn die Action passiert, ist Eswell irgendwie gerade woanders. So. Da kommt ihr. Nennen wir es mal nicht engage, nennen wir es den Selbstmordversuch von Jax, der übrigens auch erfolgreich war. Wusstet ihr schon, dass der Put in Deutschland strafbar ist? Okay, Trash fängt an zu trollen. Das finde ich ist nicht besonders sportlich von ihm hier. Weil da hat es jetzt was zu tun. Der kann Wards kaputt machen. Da freut er sich wie Hulle. Oder eventuell hat das sogar. War hier immer noch am. Lustig am Carryen. Hat sie Ult? Ne, hat sie keinen. Der hat sie eingesetzt. Jetzt würde ich hier nicht so. Oh, nice! Nice! Sehr schön gemacht von Sensao. Behaupten wir jetzt einfach mal, es wär beabsichtigt gewesen, so. Okay, denn jetzt hier der Fokus von Zed. Der aber irgendwie nicht so richtig dazu kommt, hier irgendwie großer den Damage zu bekommen. Jetzt kommen hier alle mit ihren Auerglas um die Ecke. Na gut, ich denke mal nicht, dass ein Idee hier noch rauskommt. Oh. Ja. Wird denn hier noch einer swone? Will das Wort doch gerade so schön inflationär benutzen? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was ist denn hier mein Encoding-Vorgang? Noch eine Minute weg, wenn ich sehe. 3 Minuten noch. Gut. Ja, gut. Also ich jetzt auch nicht mehr so richtig viel Möglichkeit. Lol. Ich meine, das kostet alles Zeit, sowas, ne? Das wäre halt keine Sinn, die kriegt.
Es kostet alles Zeit. Na gut, sie haben jetzt ihren Angriff mit Nasher verloren. Und sie hätten nur auf einer Lane reingehen können. Also in der Situation, wenn man merkt, dass man frontal mit dem Kopf voran nicht mehr durchkommt, dann muss man halt umbauen und auf den anderen Lanes auch bis an den Tower randrücken, dann ist es auch gut. So, Lenvers Torment jetzt auf Blade of Moon King ist auch für Y. Ja gut, Y. Na doch, Y macht relativ viele Auto-Hits. Doch, doch. Shureas für Tarek. Ja gut, zum Hinterherrennen. Sicherlich nicht ganz verkehrt. Es wäre übrigens immer noch, also man merkt, dass er nie den Kämpfen bei war, weil er hat ja genug Zeit gehabt, jetzt ordentlich zu farmen. Wir sehen es hier. Der Unterschied ist schon gar nicht mal so klein. Zed hat auch ganz gut gefarmt. Eigentlich haben die irgendwie alle hier, die oberen drei, ziemlich gut gefarmt. Außer hier Y gegen Senzao. Da steht Senzao wieder deutlich besser da. Nun gut. Oh, Zed hat eine Falle gefunden. Oh. Aha. Diese Wände. Ja, das kennt man oft von Weiss, die das machen. Die einfach in der Wand stehen mit dieser Fähigkeit aktiviert und so aussehen, als würden sie gleich volles mit aggressiv reingehen. Und dann auf einmal steht sie hinter ein. Hinter der Wand. Oh, 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 hat sich da Y-Cap. Was? Hat das gerade die Laterne abgebrochen? Lächerlich. So, da ist scheinbar die Box am Laufen. Und übrigens hat es gerade Jax auch nochmal geschafft, durch die zweite Wand durch eine Box durchzulaufen. Was ich verflucht beeindruckend finde. Weil einfach nur Zed hätte... ja doch, Zed hätte folgen müssen. Nun gut. Also an dieser Stelle auch wieder keine Entscheidung. Ich meine, ohne Y, die hier los tankt, werden die sich, glaube ich, nicht darauf... Ich weiß nicht, weil vielleicht nicht doch nochmal noch tankier werden hätte sollen. Statt jetzt irgendwie auf Damage umzubauen auf halber Strecke. Bin mir wieder, wie gesagt, nicht so 100% sicher, ob das jetzt so gut war. Oh Mann. Ah, die plötzliche Müdigkeitsanfälle. Da haben wir sie wieder. Sowas kommt durchaus vor in einer späten Abendstunde um 19:19 Uhr. Ach, schön. Na gut. Gut. Na? Oh, da kommt wieder der. Also sehr schön hier die Boards of Pies. Oh. Also ich habe mir das Gefühl, dass Zed hier sich mittlerweile echt zum Problem entwickelt, weil der macht hier doch beeindruckend oft sehr viel Damage. Na gut, der wird jetzt hier richtig viel dran machen. Oh ne. Was? Oh! Park war da auch mit drauf. Habe ich gar nicht so kommen sehen. Habe ich leicht übersehen, sorry. Aber auf jeden Fall machen sie das, machen sie es zumindest so wie es im Lehrbuch steht, jetzt hier aus verschiedenen Richtungen hoch. Und warum die jetzt immer so auf Trash gehen, wie waren. So, da ist Y wieder. Bereit, Zed raus zu nehmen, der jetzt immer da hinten steht. Wird er irgendjemand töten? Ja, nee. Na gut, hier Trash zu töten. Oh, das hat nicht getroffen. Na gut, da kann dann auch keine weiteren Kills mehr abstauben, aber immerhin jetzt zwei Inlips down. Jetzt müssen sie eigentlich nur die Kips da rankriegen und dann wird es relativ leicht. Oh. Also mit dem Moonlit Kingblade, das er jetzt irgendwo auch benutzt hat, scheint Jax eigentlich trotz relativer Unausrüstung ziemlich viel Damage zu machen. So, jetzt werden hier ein paar Creeps blinkt, Drake und die da oben. Das ist natürlich alles süß genannten. Dann ist der Nasher wieder da. Der müsste ja auch bald mal wieder auftauchen hier. Ich glaube, der Nasher müsste um 4 nach. Ich kann nicht rechnen. 5 nach müsste wieder erscheinen. Also 3 Minuten. Ah, zumindest machen wir an der Stelle, indem sie alle Buffs schnappen. Fokus, Trash OP, ja, das ist mir, habe ich ja gerade schon auch weh, dass die irgendwie andauernd Trash. Oh. Lol. Ah, Y wird jetzt langsam ein bisschen zu mutig. Hat sich jetzt hier halt gut blöd töten lassen, weil zu lange in der Umgebung kam dann. Vielleicht nicht das beste Ergebnis, weil so kriegt das blaue Team noch einen Tower mehr. Und das ist ja der. Oh. Ist Trash wirklich so? Meine Trash hat jetzt nicht unglaublich viel AP oder AD oder sonst irgendwas. Ein bisschen übermäßig. Der wird schon machen. Ach, diese Nase. Sehr nervig. Sehr nervig. Oh, Red Buff. Na, ob sie da jetzt so reingehen sollten, weiß ich. Na, obwohl, Caitlyn ist sehr schön der Fokus drauf. Ja, da hat er. Oh Mann. Also die Fokus. Also das blaue Team fokust hier jetzt weniger, sondern. Snipet jetzt hier eher einen nach dem anderen raus. Aber jetzt, das wäre jetzt ein Swo. Wenn das Dino-Team hat das schon relativ sicher gewonnen. Und jetzt sowas hier. Eye-Stop-Focusing. Yo, Reporter wie?
Und wenn irgendein Ziel wird, dann kann halt ja auch nichts werden. Ich meine, für den ADK ist es prinzipiell nicht schlecht, immer auf irgendwas zu schießen. Oh, jetzt hier. Na ja, mal hin. Da geht er dahin, der schnöde Jax. Naja. Einholen wird man dann mit niemanden. Aber trotzdem, das blaue Team hat sich gerade ganz schön auskatapultiert mit der Aktion. Quatsch, das Lieren im Einhalt nicht. Also auch nicht nur mit der, sondern auch danach. So, jetzt den zweiten Nasher zu machen, halte ich ja persönlich für ein wenig riskant. Besonders sobald Nasher macht ja noch 14 Schaden, der macht ja so ein bisschen Stacks da. Wo sind sie denn hier? Das da, genau. Ey, das ist auch nicht. Und wo ist denn dieser dumme... Ich habe keine Ahnung, wo dieser dumme Nasher-Debuff ist. Auf jeden Fall hat er einen. Und der ist, der tut ganz schön weh auf Dauer. Gut. Natürlich mit Nasher... Oh, es wird hier... Oh, nee, Jungs. Jungs! Natürlich mit Nasher im Gepäck kann man natürlich schon mal den nächsten Tower pushen. Also jetzt stellt euch vor, natürlich hat das nächste Team eine deutlich intaktere Base. Das heißt, das ist einfach Substanz, auf die sie verlorene Teamkämpfe noch aufbauen können. Und gegen das blaue Team da verdammt wenig ja, die haben halt kaum Toleranz noch, wegstecken können. So, jetzt hier Zed schon wieder Fokus. Diesmal. Ne, Dale? Ach ne, Caitlyn steht hier hinten und macht Damage. Das könnte der entscheidende Teamfight sein, je nachdem wie es läuft. Da hinten die Dale immer noch ein schwerer Bedrängnis. Vi versucht hier möglichst, die Dale ist damit tot, aber Caitlyn lebt hier hinten noch. Und er schießt hier einen nach dem anderen und Vi hat es dann doch immer mal geschafft, den Sauerplatz zu machen. Und ich denke mal, damit ist dann das Ding hier gelaufen. Zed hat sein möglichstes Zed kann man hier wirklich nicht blamen, wollte ich gerade sagen. Man kann ihn dafür wirklich nicht verantworten. Er hat sein nötigstes versucht, um hier irgendwie jemanden rauszufokussen. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht sein wollen. Vi hat da sehr gut. Naja, sehr gut gegartet. Wäre zu viel. Aber mit dem Blade of Wounded King, meine ich, hat es auch noch einen Slow. Also prinzipiell nicht sehr schlecht gemacht. Naja. Oh Mann. Na gut. Damit ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Hier in der Goldliga 3, 2, keine Ahnung, wo wir waren. Wie dem auch sei, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch und erzählt euren Freunden davon. Wenn nicht, dann schreibt doch in die Kommentare, warum genau nicht. Und ich versuche mich dann bis zum nächsten Mal damit zu verbessern. Macht's gut. Mein Name ist BurnoutTV. Tschüss. Das mit dem Mein Name ist, habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Das machen andere Let's Player auch mal. Also bis dann.